Gut, klar, irgendwann, ja, werde auch ich an die Himmelstür anklopfen, klar. Aber in aller jugendlicher Frische, hä? Petrus wird öffnen und mich fragen: Privat oder Kassa? Wahnsinn, und da oben sitzen's dann alle. Ja, der Marx-Karl, der Adler-Wickerl, der Gandhi-Mahatma. Und ich sag: Was ist los, ey? Privat oder Kassa? Ist da herum im Himmel noch kein Sozialismus ausgebrochen? Lasst ihr euch da von den Kerzen schlicken, alles gefallen? So, aus! Jetzt geht's los! Und schon habe ich eine rote Fahne in der Hand. Und ich setz mich an die Spitze der Demonstration. Links von mir der Danton, rechts von mir der Engels. Und wir marschieren um zum Büro vom Alten mit dem schönen, langen, weißen Bart und fordern: Erstens, Einführung einer Rätedemokratie im Himmel. Zweitens, Fleischlaverl statt Hostien. Und drittens, der nächste Gott muss endlich eine Frau sein. Na, nicht du, Luxemburg-Rosler. Da braucht's eine lesbische afrikanische Atheistin. Und die Wolke tobt, die Bertha von Suttner steht. Der Jesus zerreißt seine Bibel. Ich bin übers Wasser gegangen, so ertupfen. Wasser in Wein verwandelt, na schön wär's gewesen. Die Mutter Teresa vertrischt ein paar Erzengeln. Der Zykümmel schreit: Danke, mein Freund, ich bin mir schon gewusst, dass dir wird da bewusst. Und macht mich zum Professor und ruft sich selber als neuer Gott aus. Und wo du hinschaust, alle machen freie Liebe. Der Grauer mit Johannes Paul. Der Klaus Kinski mit dem Mooshammer sein Hund. Und die Marilyn Monroe wie ein Kind von mir. Und plötzlich halt es im ganzen Himmel!